zeigen kann. In a row. Nicht mehr die angezogene Handbremse. Fourth quarter final. Remember, it's between Bernard Schlager and Mar Long. Vielleicht nicht der Turbo schon, aber zumindest so sowas wie der fünfte Gang ist schon dabei. Timo Boll, er wird sich nochmal einen Tick, wenn nicht sogar deutlich steigern müssen, um gegen Malong was bewerkstelligen zu können im Halbfinale. Does Rusamin have enough left in the tank? Ich sag mal, das wäre sein Gegner. In the imagination. Auch wenn ich Werner Schlager mit Sicherheit einen Sieg gönne gegen den Chinesen. Ball at the beginning of game four. Aber was Malong gezeigt hat auf der Pro Tour auch in diesem Jahr, das stand dem der anderen Top-Chinesen überhaupt nicht nach. Ganz im Gegenteil. Gerade in Europa gab es viele, die gesagt haben, warum nominieren sie nicht ihn schon für Peking 2008. Aber da hat natürlich auch, sag mal, das Lebenswerk eines Spielers wie Wang Li-Chin eine große Rolle gespielt. Zum einen, zum anderen aber auch die Tatsache, dass eben jener Wang Li-Chin, der in der Weltrangliste schon hinter Malong liegt, dreimal Einzel Gold gewonnen hat bei Weltmeisterschaften. Einzel-Olympiasieger wird Wang Li-Chin vermutlich nicht mehr werden. Was er 2012 noch dabei war in London, davon ist nicht auszugehen. The last few years, he's 27 years of age now, and that may sound like a bit of a paradox, given that he's won two European titles, two World Cups. Welten. Auch wenn ich mich wiederhole, Welten. But when you consider that he was world number one from January liegen to September auch, 2003, and at that time, sind. It was really thought that he might overturn the dominance of China. In that context, he hasn't quite lived up to it, has he? Because the Chinese are head and shoulders above the rest of the world right now. They took the gold medal in the team event in Beijing, every contest 3-0, and they took gold, silver and bronze in the singles. But Bolt, who knows? Maybe he's got a third World Cup championship coming up here. He's dominated Ru Sungmin. Nach langer, langer Zeit mal wieder looks almost certain ein richtig guter Punktgewinn für and keep his hopes alive. Ryu Sungmin. 6-3. Second serve in this sequence of two. Neither player has taken a timeout, and I think the fact that Ru hasn't taken his timeout indicative of the fact that he's just not sure. Und da setzt er noch einen hinterher. Well, that's one way to do it. A running forehand flick kill winner. Auch wenn er ein bisschen Glück hat, Timo Boll. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen heute Abend. Ich muss Ihnen gestehen, gestern Abend hatte ich nicht so viel Spaß dabei. Wenn man ihn so lange schon begleitet und verfolgt, dann tut es einem doch ein bisschen weh sogar, wenn man sieht, dass er nicht das spielen kann, was er zu spielen in der Lage ist. Heute Abend eine ganz andere Geschichte. Eine super Leistungssteigerung, eine tolle Entscheidung der Eurosport-Redaktion, wie ich finde, diese Übertragung zu verlängern und nicht auszusteigen. And only one required. That is the fourth game. And he comes through in rather one-sided fashion against Ru Sungmin in South Korea. 11-6, 11-8. 11-8, 11-4. Ru never really hit top gear, but he was constrained by the tactical awareness of his opponent. Didn't get many chances. Eine deutliche Standortbestimmung in Richtung Malong, der da hinten im Hintergrund zuschaut, sich den Matchball angeschaut hat zwischen
Timo Boll und Ryu Seung-min und gesehen hat, dass der Deutsche wieder da ist, den er vielleicht in den Tagen davor kaum noch wahrgenommen hat, am Tag davor, weil er ein ganz anderer Timo Boll gespielt hat. Cassie und Rodelia freuen sich auch, Hund und Frau, Trainer sowieso, Boll ist im Halbfinale. So hope you've enjoyed the action as much as we have. It's been some really good stuff. Wang Hao, Kalinikos Kreanga und Timo Boll stehen also im Halbfinale. Zwei Europäer à la Bonheur. Werner Schlager und Ma Long, die wollen noch dahin. Und der Chinese ist natürlich der große Favorit. Gleich geht's weiter mit Boxen. Wir melden uns morgen nochmal vom Weltcup in Brüssel. Dann mit dem großen Finale ab 18.30 Uhr. Here on Eurosport. Wieder mit mir. Ich bin René Adler. I leave with the news that Boll is through to the semi-final. His hopes of a third World Cup still alive. And now for me, Matthew Seid. A very good evening. With Nipah.